Bosco! Rebecca! Heute zeige ich dir, wie man mehrere Zahlen subtrahiert. Diese ganzen Aufgaben mache ich mit dir. Wer die schon kann und es nur üben möchte, darf die sich jetzt gerne abschreiben und selber rechnen. Viel Spaß! Und um das Prinzip der Aufgaben anschaulich zu erklären, zeigen wir euch jetzt was. Bosco, was hast du da? Ich habe meine Schatztruhe mitgebracht. Und was ist da drin? 8 Goldtaler. Wow, bist du reich, yeah. Bosco. Ja, dann gib mir doch mal 2. Wieso? Ja, gib halt einfach mal 2. Geliehen. Ja, natürlich nur geliehen. Ich will damit was erklären. Ja, ich habe mir die nämlich erfolgreich zusammengeklaut. Geklaut. So, hier hast du 2? Ja. Ja. Runtergefallen. Ja, da sind hast sie. Hast du 2? Ich habe 2, ja. Genau. Gut. Danke, Bosco. Bitte. Und ich brauche jetzt aber noch 2. Wie, du brauchst noch 2? Kannst du mir nochmal 2 geben, bitte? Hättest du nicht gleich sagen können, dass du 4 brauchst? Ja, doch. Jetzt muss ich hier wieder mit meinem Schnabel. Pff. Hier. Noch 2. Oh, ja. Jetzt hast du 4. Jetzt habe ich 4. Hätten wir auch gleich sagen können, ne? Dann hättest du nicht 2-mal in deiner Schatztruhe rumkramen müssen. Ich komme da mit dem Schnabel so schlecht rein. Ja, und genau das ist ja das Prinzip der Aufgabe. Genau das wollte ich ja zeigen, dass, wenn man mehrere Dinge subtrahieren soll, zum Beispiel 2 und 2, dass es cleverer wäre, die zuerst zu addieren und direkt 4 zu subtrahieren. Ich habe schon einen ganz roten Schnabel. Der ist immer rot, Bosco. Ach so. Bevor wir anfangen, tu mal die 4 Münzen wieder in meine Schatzkiste, bitte. Oh, ich dachte, du vergisst es vielleicht. Bitte schön, tu sie mal selber wieder rein. So, jetzt können wir rechnen. Okay, okay. Los geht's. Hier ist die erste Aufgabe. Du schreibst die Zahlen untereinander, sodass die rechtsbündig an einer Mauer stehen. Wie gewohnt. Genau. Und jetzt beginnst du von unten nach oben die Ziffern Spalte für Spalte zu addieren. Du hast doch gerade gesagt, wir subtrahieren. Ja, das machen wir auch. Ja. Aber so wie du eben wolltest, dass ich die 2 und 2 Goldmünzen addiere, damit du mir gleich 4 holen kannst, so addieren wir jetzt auch die beiden unteren Zeilen miteinander. Also du beginnst 4 plus 2 zu rechnen. Das sind 6. Und die 6 ziehst du dann von der 7 ab. Ah, ist klar. Das ist die 1. Ja. Und die schreibst du unten unter den Strich. Ah, das ist einfacher, wie wenn ich erst 7 minus 2 rechne und dann nochmal minus 4. Ja, das wird auf jeden Fall später, wenn wir noch Überträge haben, der bessere Weg sein, die vorher die unten zu addieren. Okay. Ja. Jetzt machst du so weiter. 5 plus 0 ist 5. Und die subtrahierst du von der 9. Sind 4. Okay. Und dann ganz vorne. 3 plus 1 ist 4. Und die subtrahierst du von der 8. Ist 4. Also kommt raus 441. Genau. Ja, aber kann ich nicht erst auch die 102 und die 354 addieren? Als ganze Zahlen meinst du? Ja, mach das mal. Die schreibe ich auch wieder untereinander und rechne dann 4 plus 2 ist 6, 5 plus 0 ist 5 und 3 plus 1 ist 4. Dann habe ich die 456. Ja. Und die subtrahiere ich jetzt von der 897. Mhm. Und dann habe ich da stehen, die 6 oder 7 minus 6 ist 1, 9 minus 5 ist 4 und 8 minus 4 ist 4. Dann habe ich auch meine 441 raus. Ja, das ist ein alternativer Weg, Bosco. Dauert aber länger. Du musst halt einen Zwischenschritt mehr machen. Mhm. Und ich glaube, dass die meisten Mathelehrer gerne sehen möchten, dass du das auch in einem Schritt rechnen kannst. Mhm. Ansonsten ist deine Idee natürlich auch sehr gut. Danke. Also man sieht ja, dadurch, dass das gleiche Ergebnis rauskommt, kann man das auf beide Arten rechnen. Dann frage ich mal meinen Mathelehrer, was er gerne hätte. Das kannst du machen. Ich kann ja beides. Eben. Heute in dem Video zeige ich dir aber die Methode in einem Schritt. Das heißt, wir addieren die einzelnen Ziffern. Gut. Dann können wir die nächste Aufgabe machen. Mhm. So, hier schreibe ich wieder rechtsbündig alle Zahlen hin und rechne dann von unten nach oben. Die 3 plus 1 ist 4. Und die ziehe ich von der 4 ab, beziehungsweise 4 minus 4 ist 0.
Genau. 2 plus 3 ist 5. Die kann ich aber nicht von der 2 abziehen. Aha, da haben wir unseren ersten Übertrag. Der erste Übertrag, da brauche ich die Lisa wieder. Die heißt doch Susi. Da brauche ich die Susi wieder. Die Susi Minou, wegen Subtrahieren, ja, heißt sie doch Susi. Ja. Namensgedächtnis ist nicht so gut. Ja, genau. Die Susi kommt mit ihrem Luftballon und holt sich die 1 aus dem Himmel. Ja, dann steht da eine 12. Genau. So, und 12 minus 5 ist 7. Mhm. Dann schreibe ich die 7 hin und der Luftballon platzt und die 1 ist unten. Ja. So, und die addiere ich aber auch noch dazu, oder? Unbedingt. Also 1 plus 1 plus 5 ist 7. Und 7 minus 7 ist 0. Ja, die also 0 raus, schreibst 0, du 7, jetzt 0. nicht hin, weil sie ganz vorne steht. Also kommt raus 70. Ja. Gut. Nächste Aufgabe? Ja, also du musst von der obersten Zahl, von der 96, drei Zahlen subtrahieren. Ja. Deswegen musst du vorher diese drei Zahlen addieren. Das ist ein Durcheinander heute. Also 4 plus 9 ist 13, plus 8 ist 21. Und oben steht eine 6. Mhm. Das heißt, da brauche ich Susi Minou. Genau, und du, wenn du jetzt bis zur 16 gehen würdest, geht auch nicht, könntest du trotzdem nicht 16 minus 21 rechnen. Das heißt, die Susi muss einen Luftballon aus dem Himmel holen mit einer 2 drin. Ah, damit 26 da steht. Mhm. Dann habe ich 26 minus 21 ist 5. Ja. Doch auch diese Luftballons platzen. Und die 2 steht dann unten. Ja. Gut. 2 plus 3 ist 5, plus 1 ist 6, plus 2 ist 8. So. Und dann fehlt mir noch einer bis zur 9. Also habe ich als Ergebnis 15. Genau. Gut. Schön gemacht, Bosco. Gut, das ist jetzt aber eine lange Zahl. 78.148. Also schön rechtsbündig schreiben. Ja. Ganz wichtig, wenn die Zahlen unterschiedlich lang sind, ja, dass man die auf jeden Fall vorher an die Mauer schiebt. Und dann habe ich da 7 plus 5 ist 12. Aus der 8 muss ich wieder eine 18 machen. Mhm. Dann habe ich noch 18 minus 12 ist 6. Ja. Der Luftballon platzt und die 1 fällt runter. 1 plus 5 ist 6, plus 6 ist 12. Aus der 4 wird eine 14 gemacht. Dann fehlen mir noch 2 bis zur 14. Der Luftballon platzt und die 1 fällt runter. 1 plus 3 ist 4. Plus 4 ist 8. Aus der 1 da oben mache ich eine 11. Dann fehlen mir noch 3 bis zur 11. Der Luftballon platzt. Wieder eine 1. 1 plus 2 ist 3. Und 8 minus 3 ist 5. Diesmal kein 10er-Übertrag. Und dann bleibt nur noch die 7 vorne stehen. Von der wird gar nichts subtrahiert, das heißt, sie bleibt erhalten als 7. Weil da überall Nuller sind. Beziehungsweise gar keine Zahlen stehen. Ja. Also 7. Also kommt raus 75.326. Schön. Die war schwer. Und die sieht auch nicht besser aus. Okay, ich fange an. 4 plus 1 plus 1 ist 6. Oben steht eine 6, also 6 minus 6 ist 0. Ja. Die schreibe ich hin. Genau. Dann nächste Spalte. 1 plus 4 ist 5. Plus 0 ist 5. So, 6 minus 5 ist 1. Genau. 1 plus 3 ist 4, plus 2 ist 6. Oben steht auch eine 6, also kommt wieder eine 0 hin. Und 2 plus 1 ist 3, plus 4 ist 7 und 9 minus 7 ist 2. 2010. Na siehst du, diesmal hast du gar keinen Übertrag gebraucht. Ja, die sind schneller zu rechnen. Also, es kann auch passieren, dass man drei Zahlen von einer großen Zahl subtrahieren muss und trotzdem keinen Übertrag hat. Mhm. Die gefällt mir, die Aufgabe. Ja. Mhm. So, die nächste weniger, glaube ich. So, ich schreibe wieder rechtsbündig. Dann 9 plus 6 ist 15. Plus 4 ist 19. Und oben steht eine 8. Dann muss ich eine 18 draus machen. Wenn du dann eine 18 draus machst, ist die trotzdem kleiner als die 19. Das heißt, 18 reicht nicht. Du musst sogar bis zur 28 gehen. Denn die Zahl muss ja immer größer sein als die, die subtrahiert wird. Also mache ich eine 28 draus und rechne 28 minus 19. Genau. Und wenn dir das schwerfällt, es zu rechnen, kannst du von der 19 eben auch hochgehen. Erstmal
1 bis zur 20 und dann noch 8 bis zur 28. 1 plus 8 sind 9. Ja. Also fehlen von der 19 bis zur 28 insgesamt 9. Und die schreibe ich unten hin und die 2 fällt in der nächsten Spalte runter. Genau. So, und dann habe ich hier 2 plus 6 ist 8, plus 0 ist 8, plus 9 sind 17. Und oben steht eine 8. Da kann ich aber nicht 18 machen. Doch, ah, doch, 18. 18 ist ja größer als 17. Ja. Ja, gut. 1 schreibe ich unten hin und die 1 von der 18 fällt runter. 1 plus 7 ist 8, plus 8 ist 16, plus 5 ist 21. So, und jetzt musst du 0 minus 21 rechnen, das geht nicht. Mhm. Wenn du aus der 0 eine 10 machst, 10 minus 21 geht auch nicht. Wenn du daraus eine 20 machst, 20 minus 21 geht immer noch nicht. Also musst du sogar eine 3 mit dem Luftballon aus dem Himmel holen. Das heißt, du machst aus der 0 eine 30. Und dann fehlen mir noch von der 21 bis zur 30 9. Genau, die schreibst du unter den Strich, der Luftballon platzt und die 3 kommt als Übertragszahl auf den Strich. Okay, dann muss ich nur noch rechnen, 6 minus 3 ist 3. Ja. Weil ansonsten keine Zahl mehr in der Spalte steht. Genau. Also habe ich 3919 raus. Sehr schön, Bosco. Puh, ich würde sagen, letzte Aufgabe. Ja, komm, die letzte schaffst du noch. 2 plus 8 ist 10. Was mache ich da jetzt raus? Oben steht 0. Ja, man könnte ja erstmal denken, 0 minus die 0 von der 10 kann man rechnen, aber du musst ja 0 minus 10 rechnen. Geht nicht, deswegen musst du auch aus der 0 oben eine 10 machen. Wir brauchen also auf jeden Fall eine Übertrags-1. Und dann kannst du 10 minus 10 rechnen, sind? 0. Okay. Das heißt, du schreibst 0 unter den Strich, hast aber noch die 1 als Übertrag. Ah. Die rutschen die nächste Spalte. Und da habe ich dann nur die 1 stehen. 1 plus 0 plus 0. Bis zur 7 sind 6. Ja. Okay, 6 ohne Übertrag. Nächste Spalte, 0 plus 2 ist 2. Und oben steht wieder 0. Muss ich dann wieder eine 10 draus machen? Ja. Und von der 2 bis zur 10 sind 8. Mhm. Und die 1 fällt wieder runter. Und dann habe ich hier 1 plus 1 plus 3 ist 5 und oben steht eine 5, also kommt dann eine 0 raus. Genau. Die muss ich nicht hinschreiben. Die schreibst du nicht hin, weil die Zahl ja da schon zu Ende ist. Also habe ich 860 raus. Gut. Okay, ich glaube, das muss ich noch ein bisschen üben, das Thema. Ich fand, du hast es ganz gut hingekriegt. Ja. Hier sind nochmal alle Lösungen. Ja. Ja, was willst du denn nochmal üben? Sollen wir noch so ein Video machen? Nein. Na, siehst du. Ich glaube, das reicht erstmal, oder? Aber Daumen hoch, bitte. Ja, und Abo dalassen. Ich könnte dir ja zeigen, wie man Kommazahlen subtrahiert. Ich glaube, wir haben das Thema für das nächste Video. Genau. Dann bis dahin. Tschüss. Tschüss.